Ja, hallo mein Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Black Ops 2 Commentary. Wir zocken heute mal Abschuss bestätigt auf der Map Turbine. Turbine in Klammern Afghan, weil die Map erinnert mich wirklich extrem an Afghan von Modern Warfare 2. Und ja, kurz zum Gameplay. Ich habe dabei meine PDW 57 mit Vollmantelgeschoss und Frontgriff. Hat sich bis jetzt auch noch nichts geändert. Ich denke mal, die Waffe werde ich wohl bis an mein Lebensende beibehalten. Ja, Sekundärwaffe habe ich diesmal nichts dabei oder eigentlich überhaupt gar nichts mehr dabei, weil die Zweitwaffe benutze ich sowieso nicht. Deswegen habe ich mir lieber zwei Taktikausrüstungen eingesteckt und zwar zwei Black Hats. Dann habe ich dabei die S-Mine. Meine Perks sind Hardliner-Zähigkeit und Techniker. Und meine Punkte-Säen sind die Drohne, die Hellstorm-Rakete und der Blitzschlag, die ich auch öfters in diesem Gameplay erreiche. Ja, so viel zu meinen Ausrüstungen, was ich alles dabei habe. Kurz zum Black Hat. Ich habe heute auf YouTube ein Video gesehen, und zwar von Underserial, wo er die Ausrüstung Black Hat vorstellt. Und ich muss sagen, ich bin extrem begeistert davon. Black Hat ist wohl das Mieseste, was es überhaupt in Black Ops 2 gibt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt. Auf jeden Fall, Black Hat ist halt sowas. Das kann man einmalig benutzen, deswegen habe ich auch zwei einstecken, um dass ich das zweimal benutzen kann. Und zwar kann man sich das halt so vorstellen, wenn zum Beispiel ein Gegner eine S-Mine auf den Boden schmeißt, vor dir zum Beispiel, so dass du halt reinlaufen solltest, aber bist noch nicht reingelaufen, ist es halt so, dass ja, du kannst das Black Hat einsetzen und dann zack, ist die Mine auf deiner Seite und kann den Gegner kaputt machen. Also wurde sozusagen gehackt und ja, umgemodet sozusagen. Ja, oder halt bei Vorräten ist es halt so. Manchmal ist ja das so doof, gerade auf Hijacked oder ja, irgendwo, wo man halt Dächer drüber hat, kann es natürlich sein, dass man halt die Vorräte mal auf die Dächer oder außerhalb von der Map oder so platziert. Ja, das macht mit Black Hat überhaupt nichts mehr aus. Einfach aus dem Grund. Black Hat kann, glaube ich, bis zu 30 Meter Entfernung seine eigenen Vorräte oder die Vorräte von seinen Gegnern oder von seinen Teamkameraden hacken. Das heißt, ja, wenn ihr zum Beispiel jetzt da am Ende der Brücke ein Vorrätepaket habt von euren Mitspieler, der aber getötet wurde, könnt ihr dann ganz schnell die Vorräte aufsammeln. Einfach von ganz weiter Entfernung. Das macht eigentlich überhaupt gar nichts aus. Und ja, genauso ist es halt auch mit euch, also wenn ihr zum Beispiel irgendwie Vorräte irgendwo geworfen habt, tot seid und aber noch keiner die Vorräte eingesammelt hat, ja, dann könnt ihr die ganz schnell wieder einsammeln. Hier zeige ich euch das mal ganz kurz. Ja, das war doof gewesen. Deswegen sage ich einer der miesesten, weil man kann halt, wie gesagt, auch die Vorräte von seinen Teamkameraden hacken. Und es ist wirklich ganz einfach. Man muss am besten schon vorher, wenn man halt sieht, wo der Rauch ist, sein Black Hat platzieren, schon mal auf Suchen machen und dann wird es eigentlich, sobald die Vorräte da sind, gehört das dann auch schon euch. Deswegen muss man halt auch aufpassen, wenn man seine eigenen Vorräte raushaut, am besten schon dort stehen und direkt dann halt draufdrücken, weil es kann immer sein, dass jemand anders Black Hat dabei hat. Und ich muss ehrlich sagen, mit Black Hat spielen macht einfach so riesen Spaß, auch manchmal so die eigenen Teamleute zu trollen. Ich hatte vor uns eine Runde gehabt, der rannte da echt fünfmal im Kreis und hat das gesucht, wo das hingefallen ist, aber ja, dann war es schon viel schneller gewesen. Und von daher. Aber ich muss sagen, ich würde es niemals gegen meine eigene Party wie sagt man zu? Keine Ahnung, benutzen. Sagen wir es einmal benutzen. Und zwar einfach aus dem eigenen Grund. Ich weiß, wie bescheuert das ist, die eigenen Vorräte zu verlieren. Und deswegen würde ich auch niemals gegen meine eigenen Party-Leute, gegen meine Teammember ist mir das egal, ich kenne die Leute nicht, aber gegen Party, also wenn ich meine Leute einlade oder ich eingeladen werde und wir haben halt eine Party von drei, vier Mann, wie auch immer, würde ich das niemals da einsetzen, weil ich finde, gerade wenn man eine Party ist oder nebenbei noch ja, redet miteinander, muss es nicht sein, dass man sich gegenseitig irgendwas klaut. Und das ist absolut ein Tabu, also mir wurde es schon sehr oft jetzt geklaut, auch mitten in der Party und ich könnte da echt immer so an die Decke gehen, weil ich finde das nicht in Ordnung fallen, gerade wenn man halt miteinander telefoniert. Aber egal, so viel dazu. Ihr könnt, also wenn ihr noch nicht so die Black Hat Erfahrungen habt, kann ich euch auch gern nochmal so ein kleines Infovideo dazu machen, wie der Black Hat funktioniert, wie man den am besten wie man den am besten benutzt. Tut mir leid. Und übrigens glaube ich schon der dritte oder der zweite oder dritte Blitzschlag und Hellstorm-Rakete. Ja, ich bin im Moment auch dabei, eine neue Herausforderung abzuschließen. Das wäre halt die Kirschblüte. Also,
das Waffenaussehen Kirschblüte. Dazu braucht man halt 150 Abschüsse ohne jegliche Aufsätze für die Waffe. Und da bin ich im Moment dabei. Ich muss dazu sagen, es ist eigentlich relativ simpel. Wenn man einmal reingekommen ins Spiel, also ich muss im Moment wirklich sagen, dass ich richtig, richtig rocke im Moment. Also ich habe kaum ein Spiel, wo ich mies bin. Also ich habe jetzt in der letzten Zeit wirklich nur gute Runden. Auch halt durch meine ganzen Punkteserien. Deswegen bin ich auch wirklich extrem froh, dass ich halt die höheren Punkteserien dabei habe. Ich habe auch zum Beispiel jetzt mal vor kurzem getestet. Und zwar Schwarm. Ich habe mir ein eigenes Spiel erstellt und habe anhand von dem eigenen Spiel gegen Bots gespielt. Und ja, habe anhand der Bots oder ja meines Spiels meinen ersten Schwarm erreicht. Ist keine Kunst, denke ich mal, gegen Bots. Allerdings kann man auch so etwas üben, auch mit den Ausweichen, mit den Aimen und so. Also da kann man schon etwas üben und das finde ich ganz cool. Ich kann euch gerne auch mal den kurzen, ja, das ist wirklich ein ganz kurzes Part noch von dem eigenen Spiel, das ich erstellt habe. Kann ich euch gerne mal hochladen, wenn ihr Lust habt. Und da kann ich euch das nämlich mal zeigen, weil einige hatten mich jetzt letztens angefragt, ja, wie sehen denn überhaupt, oder wie sieht denn der Schwarm aus? Ich habe den noch nie gehabt. Und hier übrigens auch nochmal, man kann halt die feindlichen Drohnen, na, hacken kann man in dem Sinne ja nicht sagen, zerstören anhand des Black Hats, was sehr praktisch ist, gerade für Leute, wenn man halt nicht so einen Dingsens dabei hat, hier so eine Rakete hier, keine Ahnung, wie die jetzt hieß. Und ja, gut, Black Hat hin oder her, wie gesagt, ihr schreibt es mir mal in die Kommentare, ob ich mal ein Infovideo dazu machen soll, über... Ja, das Black Hat. Ich frage mich sowieso, warum das Black Hat heißt, weil Black Hat heißt ja eigentlich schwarzer Hut. Also, kann ich nicht verstehen. Aber egal. Ja, so viel zum Thema dazu. Als zweites Thema, naja, Thema an sich ja nicht, aber als zweite Information, was auch immer, hatte ich vor. The War Set. Es ist halt im Moment so, dass ich schon längere Zeit jetzt keine War Set mehr gespielt habe. Einfach aus dem Grund, ja, weil... Beim letzten Mal ist es mir ziemlich versaut worden, weil das, na, ist egal, ich will jetzt darauf nicht eingehen. Ich denke mal, mit den Leuten, die ich im Moment spiele, die wissen Bescheid, warum, wieso, weshalb. Und ich möchte aber, da jetzt gestern oder heute früh der Patch rauskam, und zwar mit den Clan, dass man auch alten Clan erstellen kann, habe ich mir halt überlegt, dass man ja eigentlich mal bei War Set mal so einen Clan erstellen kann. Einfach so, ja, um dann mal zusammen da rumzubashen, auch ohne Aufnahme, weil, wie gesagt, es macht keinen Spaß mehr irgendwie, wenn man mit Aufnahme spielen will. Und auf jeden Fall, ich hoffe, ihr hört das nicht, wie meine Schildkröte Lärm macht. Und auf jeden Fall, könnt ihr mir doch mal eure Vorschläge in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, so einen Clan zu erstellen bei Warset. Und ja, falls mal Vorschläge bringt, wie sie heißen, oder wie der Clan heißen soll, weil... Ich bin sowas von unkreativ, also ich habe da echt keine Ahnung, wieso es heißen soll. Also schreibt es mir in die Kommentare, ja, was ihr euch vorstellt, wie so ein Clan heißen könnte. Ja, dann habe ich insgesamt jetzt schon 20 Gameplays sogar inzwischen. 20 Gameplays erspielt mit sehr guten Scores, zumindest für meine Verhältnisse. So wie das jetzt halt zum Beispiel, das Ende 20:4 oder 21:4, weiß ich gar nicht ganz genau. Und wie gesagt, ich habe so viele Gameplays auf meiner Platte. Pardon, ich wollte eigentlich Commentary sagen, aber das stimmt ja auch nicht. So viele Gameplays auf meiner Platte und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich damit anfangen soll, weil mir es gehen in der letzten Zeit wirklich extrem die Themen aus, die Commentary-Themen gehen mir im Moment aus. Und ich habe noch ein gutes Commentary, was auch demnächst kommt, und ich denke mal, ja, von den Kommentaren, da werde ich wohl viele neue Hater dazu bekommen, aber das ist mir eigentlich relativ egal, denn das wollte ich schon länger mal ansprechen. Und ja, dann habe ich noch 19 Gameplays, aber was soll ich mit den 19 Gameplays anfangen? Ich habe echt keine Ahnung, deswegen schreibt es mir noch mal es wäre ganz, ganz lieb, wenn ihr das mal in die Kommentare schreiben würdet, was ich so mit den Gameplays anstellen soll. Einer meinte ja vor uns im Facebook, dass ich halt so die Gameplays weggeben soll und so wie Gastcommentaries auf meinem Kanal machen soll. Aber da bin ich mir noch unschlüssig. Deswegen schreibt es mir doch mal in die Kommentare eure Vorschläge, was ich damit alles machen kann.
Und ja, dann würde ich sagen, das Gameplay endet in 4 Sekunden. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wie gesagt, schreibt mir das mal alles in die Kommentare, ob ich halt Blackhead-Vorstellungsvideo machen soll, das kleine Schwarm-Video und halt Vorschläge für Clan-Namen und halt, was war es noch gewesen? Mein Gott, ich hab's vergessen. Na egal, ich denke mal, ihr habt's gehört. Also dann, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.